Moin Leute, und jetzt zu einem neuen Video des FOI News Formats. Ja, heute soll es um das neue kommende Feature in FOI gehen, die Burg. Ich versuche hier einfach die Ankündigung verständlich und möglichst einfach zusammenzufassen. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte oder falsch verstanden habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die Burg soll am 9.8.2021 im Spiel erscheinen. Die Burg soll vor allem aktive Spieler unterstützen. Das werdet ihr gleich auch sehen, wenn wir zu der ganzen Mechanik kommen und wie sie funktioniert und so weiter. Man schaltet sie direkt nach dem Tutorial frei. Sie wird zwischen dem Antiquitätenhändler und dem Eventzentrum außerhalb der Stadt stehen. Die Burg kann gelevelt werden. Es geht von Level 0 bis Level 15. Wenn du nicht möchtest, dass andere Spieler sehen, wie weit du mit deiner Burg bist, kannst du in den Spieleinstellungen einstellen, dass die Burg auf Stufe 0 angezeigt wird. Jede Stufe gibt Belohnungen, einmalige und dauerhafte Belohnungen. Folgende dauerhafte Belohnungen gibt's: Münzboosts, Vorräteboosts und Armeeboosts. Dazu gibt es auch noch featurebasierte Boosts, zum Beispiel welche für die Freundestaverne, Boostkosten weniger Tavernenmünzen, für die kulturellen Siedlungen, es gibt zusätzliche Forge-Punkte beim Abschluss einer kulturellen Siedlung, eine geringere Abklingzeit nach dem Verlassen einer vorherigen Siedlung und zusätzliche Botschafter-Slots im Rathaus. Für die PvP-Arena weniger Wartezeit für neue Versuche, für die Weltkarte weniger Reisezeit bei der Erkundung neuer Provinzen und für den Antiquitätenhändler zusätzliche Münzen oder Edelsteine beim Verkaufen von Gegenständen und zusätzliche Slots für den Verkauf. Nun folgen einmalige Belohnungen, die man beim Leveln der Burg bekommt. Das sind Gebäude, Schrein des Wissens, Agentenversteck und Wunschbrunnen, für den Wunschbrunnen und das Agentenversteck Schrumpfkits, Beschleuniger für Münzen und Vorräte, Porträts, ist hier bis zu 11 neue Porträts, Botschafter-Slots, bis zu 3 neue Botschafter-Slots auf den Stufen 5, 10 und 15. Dazu gibt es auch noch alle 24 Stunden Belohnungen, Forge-Punkte, Güter und Güter aus früheren Zeitaltern. Jetzt ist die Frage, wie kann man die Burg überhaupt leveln? Dies geschieht durch Burgpunkte. Die kriegt man durch erfolgreiche Kämpfe und Verhandlungen, jeweils 15 Stück, deren Punktebelohnungen sich von 30 jeweils immer 2 Punkte runtersteckt pro Kampf oder Verhandlung. Beenden von großen Gildenexpeditionsbegegnungen, Kauf von Gegenständen beim Antiquitätenhändler, Gewinn von Geboten beim Antiquitätenhändler, erfolgreicher Abschluss der täglichen Herausforderung. Wenn man 7 tägliche Herausforderungen beendet, kriegt man ja eine Truhe des Herausforderers. Nun gibt's dazu auch noch Extrapunkte für die Burg. Durch Ingame-Käufe und durch eine Belohnungskiste der Burg, durch die man täglich Burgpunkte bekommt. Das meiste sollte einem bekannt vorkommen. Doch was hat es mit der Burgtruhe auf sich? Jeden Tag gibt's eine Burgtruhe, die Burgpunkte gibt. Mit jedem Einsammeln erhöhen sich die Punkte, die man kriegt. Das lässt sich allerdings nicht bis ins Unendliche steigern. Sobald man die Truhe das erste Mal einsammelt, startet man einen Zyklus. In diesem gibt es eine maximale Anzahl an Punkten, die man sammeln kann. Sobald dies erreicht ist, startet der Zyklus von neuem. Zudem gibt es auch eine Einsammelstreak. Wenn man 7 Tage lang jeden Tag die Truhe einsammelt, kriegt man eine extra Punktebelohnung. Es heißt, wenn man einen Tag die Truhe nicht einsammelt, wird die Serie pausiert. Ob damit wirklich gemeint ist, die Streak kann pausiert werden und man kann immer da weitermachen, wo man vorher war, oder die Serie wird beendet und man muss wieder von neuem anfangen, erschließt sich mir nicht ganz. Das Wort pausiert deutet auf Ersteres hin. Allerdings widerspricht sich das meiner Meinung nach dem Konzept einer Streak. Wir werden mal sehen, wie das Ganze im Game sein wird. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr von diesem neuen Feature haltet. Zum Schluss noch eine kurze Ankündigung. Ich fahre bald in Urlaub und kann dementsprechend leider nicht direkt ein Video zum Sommer-Event machen. Vielleicht mache ich, sobald ich wieder da bin, ein Video über das Event. Während des Zeitraums werdet ihr vorproduzierte Videos sehen. Ich hoffe, ich schaffe es, genug Videos für den gesamten Zeitraum zu machen. Bedeutet, wenn irgendwann kein Video kommt, wisst ihr Bescheid. Ja. Und damit gibt es für mich nur das eines zu sagen. Ciao, Leute.